Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Grusel. Wieder einmal in der Welt des Slenderman. Diesmal handelt es sich um das Spiel Slenders Woods, also Slenders Wälder. Ich bin mal gespannt, ich gehe jetzt zum ersten Mal blind in eines dieser Slenderman-Spiele hinein. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, habe mir nur eine Liste von Slenderman-Spielen, die es so gibt, mal angeguckt und habe das Erstbeste, was ich noch nicht kannte, genommen. Ich habe mir nicht mal Let's Plays von diesem Spiel angeguckt, das heißt, ich kenne wirklich noch gar nichts davon. Und ja, wollen wir doch mal schauen, was uns das Spiel so bringt. Wir haben hier den Story Mode und Page Collecting. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Page Collecting bedeutet, dass wir in demselben Gebiet sind wie beim Story Mode oder so und wir dann halt einfach die Seiten sammeln und hier haben wir halt Story dabei. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal den Story Mode, würde ich sagen. Ja, New Game. Oh, alles auf Englisch. Ja gut, okay, das ist jetzt nicht sonderlich dramatisch. Live in the city became unbearable ever since my wife left me. Months seemed like years and my job provided no satisfaction whatsoever. I didn't even have any friends in the city, and I didn't particularly care either. I hated it all, but I remembered my parents' old house in the woods near the city, where I used to live 10 years ago. Since they moved away, the house was empty, but I still had the keys. I decided to move there for a short time, just to get some fresh air, to feel at least something again. I had a feeling that this is what I needed more than anything in the world. The journey didn't take too long. I reached the house and I decided to stay here for a week. Everything was going fine, until I heard a strange noise outside the house one night. They were driving me crazy. I took a deep breath and I decided to go and check it out. Auf gut Deutsch, der gute Mann hat sich, um ein bisschen abzuschalten, in das Haus seiner Eltern, in dem er vor 10 Jahren gelebt hat, zurückgezogen, wollte dort für eine Woche leben und ja, hat dann in einer Nacht seltsame Geräusche außerhalb des Hauses gehört und möchte jetzt nachschauen, was das denn sein könnte. Und das tun wir doch jetzt mal. Oh. Oh, krass. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir direkt in einem Wald anfangen. Was ist das? Ha! Geil! The Evil Dead. Sehr geiler Film, kann ich nur empfehlen. Also den Original mit, wie heißt er nochmal? Oh, ich kann mir den Namen von dem Schauspieler nie merken. Aber der ist super. Okay, da hatten wir eine Tür, wo es rausgeht. Ist das der Kühlschrank? Das ist der Kühlschrank. Okay, ich dachte gerade schon, ey. Was geht denn hier eigentlich? Können wir uns ducken? Nö, können wir nicht. Wir können so ziemlich gar nichts machen hier. Okay. Wir können nur die E-Taste benutzen, glaube ich. I have to take my flashlight before leaving. Okay, wir brauchen die Taschenlampe, bevor wir gehen. Wo ist die? Hier irgendwo? Oh, was war denn das gerade für ein Grafikfehler da unten? Hier? Schon wieder. Wenn ich zu weit die Maus nach unten ziehe, kommt das. Okay. Wo ist denn die Taschenlampe? Da liegt sie doch. My old flashlight. Pretty powerful. But drains... Okay, seine alte Taschenlampe sehr stark. Aber den Rest habe ich jetzt nicht schnell genug lesen können. Dann gehen wir mal nach draußen, würde ich sagen. Oh. Ach du Scheiße. Okay, wir könnten mit dem Fahrrad wegfahren. Schön wär's. Wollen wir mal anfangen, uns umzuschauen. Okay, hier ist der typische Zaun um das Areal herum. Ach du Scheiße. Ich hasse es, wenn's raschelt. Ich gehe da nicht lang. Ich will eigentlich direkt wieder ins Haus reingehen. Geht das denn? Können wir wieder rein? Nein, natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Okay.
Geht jetzt schon wieder ein bisschen die Muffe, muss ich sagen. Vor allem, da ich nicht weiß, Underground Tunnels. Tunnels. Also, Untergrundtunnel. Oh Gott! Ah, what the hell was that? I don't feel good. I should probably get back home. Was zur Hölle war das? Ich fühle mich nicht so gut. Ich sollte vielleicht zurück nach Hause gehen. Ja, das sollten wir wohl wirklich. Ja, scheiße. Hä? Das war vorher aber noch nicht da. Ich bin gefangen. Etwas echt Schräges passiert hier gerade. Was ist das? Eine Notiz? Was macht das hier? Progress saved. Okay. Es sagt Construction Site West. Okay. Wir müssen anscheinend jetzt auf eine Baustelle gehen. West. West. Ah, wir haben ja einen Kompass. Genau. Cool. Also nach Westen. Genau da, wo wir gerade den Fuzzi getroffen haben. Den guten Slenderman. Der hat mich echt böse erwischt gerade. Das hätte ich jetzt fast gar nicht erwartet eigentlich. Construction Site West. Müssen wir weiter oder ist das hier schon? Ah, scheint... Ja, abgeschlossen. I need a key to open this. Ich brauche einen Schlüssel, um das zu öffnen. Gott. Was steht da? Construction Zone. Okay. Baustelle auf Deutsch gesagt. Ich versuche immer so gut es geht für die nicht so gut Englisch sprechen können die Sachen zu übersetzen, aber seid mir nicht böse, wenn ich nicht alles schaffe. Es ist Licht hier, ich brauche meine Taschenlampe nicht, okay. Untergrundtunnelschlüssel gefunden. I've almost lost all hope. I'm writing this story for anybody to find, just to let somebody know the truth behind what happened. My name is Cody Ferrier. I'm lost in these woods and I've been wandering for hours. It's the middle of the night and the batteries of my flashlight are running low. I barely can see where I'm going. But these aren't the only problems I have. There's something wrong with this dark forest, which scares me. I feel like something's lurking in the dark behind the trees, waiting for me. Thank God I found this little place where I can rest. I can't hide here forever, so I'm gonna go now. I've seen an entrance to the underground tunnels nearby. Maybe the tunnels will lead me to an exit. Okay, ein Typ, der sich hier verirrt hat, der hier für Stunden im Wald herumgeirrt ist und sich dann hier kurzzeitig versteckt hat, der hat bemerkt, dass irgendetwas hinter ihm herschleicht in den Wäldern. Und jetzt versucht er, zu den Untergrundtunneln zu kommen. Oh Gott, und manchmal sind hier Geräusche, dass ich immer kurz stocke und denke, da ist jetzt passiert gleich was. Ja, wie gesagt, ich versuche immer alles so schnell wie möglich zu übersetzen. Kann aber manchmal passieren, dass ich es halt nicht schnell genug schaffe. Oder auch mal sinngemäß nicht übersetzen kann, weil ich Wörter nicht kenne. Okay, wo müssen wir denn jetzt eigentlich... Gute Frage. Ich glaube, wir müssen dahin, wo wir gesagt haben, da ist abgeschlossen. Also hierhin. Ich hoffe, das ist richtig. Okay, ist mal richtig. Oh nein. Eigentlich... Oh Gott. Ach du Scheiße. Kann ich wieder hoch? Ja, ich kann wieder hoch. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwelche Notizen, Schlüssel, was auch immer? Nein, anscheinend nicht. Oh nein, Tunnel. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Tunnels. Ich werde mich 100% verirren. Ah, ich versuche mal, mich nicht umzudrehen. Erstmal eine Zeit lang, sonst kriege ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Und was genau wir hier jetzt suchen, ist mir jetzt erstmal... Eine Tür! Auch ein Rätsel. Ah, toll. Wir müssen erst einen Zahlencode finden.
Das Spiel ist größer, als ich gedacht hatte. Ich dachte, das ist so ein ganz normaler 0815. Ich renne hier rum. Slender. Spiel, Dingens. Und gleich ist es vorbei, weil ich tot bin. Und jetzt ist es doch ziemlich groß hier. Ich habe gelernt, niemals in solche Rauchschwaden, Dampfschwarte reinlaufen. Kann tödlich enden. Da ist wieder eine Tür. I need to find a switch for open these. Er braucht einen, ja, so ein Handrad halt, um es aufzumachen. Auch wenn eigentlich eins dran war, aber naja. Da kommen wir her. Okay. Wir haben also zwei Türen mit Zahlenkombinationen und eine Tür, wo wir einen Switch brauchen. Alter, die Geräusche sind echt krank hier unten. Da sind wir gerade lang gelaufen, da kommt die erste Tür. Da ist die zweite und da ist die dritte. Entschuldigung. Falsche Taste. Okay, da geht's wieder zum Ausgang. Kommen wir denn hier nirgends woanders mehr hin? Es scheint anscheinend auch nicht so viel zu passieren. Ist nur eine blöde Stimmung hier unten, aber anscheinend ist der gute Schlendermann nicht hier unten zu finden. Also ich hoffe es doch zumindest mal. Wenn er mir jetzt gleich auf die Schulter tippt, falle ich wahrscheinlich tot um vor Schreck. Was ist das hier? Something has opened. Etwas hat sich geöffnet. Okay, und was? Eine von den drei Türen? Ich glaube ja kaum, dass es... Ah, warte, vielleicht die dritte Tür. Da wo kein Zahlenschloss dran war. Wird wohl die dritte... Also ich hoffe, dass es die dritte Tür war. Oh. Fühlt sich gerade echt eklig an, muss ich sagen. Ja, ja, die Tür ist offen, sehr schön. Ich traue der Sache gar nicht. Wir sind ja jetzt gerade in der Falle gelaufen, sozusagen. Können wir den nehmen? Schade. Na gut. Please remember the new code for the doors. 223. Oh, Entschuldigung. Vergiss nicht den neuen Code für die Türen. 223. Okay, dann werden wir den jetzt gleich mal eingeben. Bei beiden. Mal schauen, was passiert. Die eine war hier und die andere dann, glaube ich, rechts rum. Ja. Alter. Scheiße. 223. Oh, Kacke. Warum ist das so ein großer Raum hier? Da können wir nicht hoch. Hier, was haben wir hier? Was ist das? Ah, Batterie. Oh, ach du Scheiße. Das fällt einem ja gar nicht auf, dass die so krass so viel schwächer wird. It's no use. I've been searching all over the tunnels, but I haven't found the exit. The only useful thing I found was some batteries. While I was searching, I noticed something weird in the distance. I could barely see it, and I'm not sure if it was real or I'm starting to see hallucinations. I think it looked like a tall human being, but with strange deformed hands. It didn't move when I noticed it, but it disappeared as soon as I tried to come closer. After that, I started to have some kind of headache. Is this the thing which was following me in the forest? What's going on in here? I'm feeling like I'm losing my mind. I heard there's a mansion in this area. Maybe I can find someone in there. Or the working phone at least. I don't feel safe anymore. Okay, also der gute Mann, der sich hier unten verirrt hat, hat in der Entfernung im Nebel den Slenderman gesehen. Und seitdem hat er Kopfschmerzen, was ja auch mit dem Mythos des Slenderman einhergeht.
Ach, das sind beide Türen. Okay. Das hat beide Türen geöffnet. Okay, krass. Und ja, er fühlt sich überhaupt nicht mehr gut hier unten. Und er will jetzt versuchen, zu dem Haus zu kommen, aus dem wir kamen anscheinend. Falls nicht noch ein anderes Haus hier ist. Um vielleicht dort ein Arbeitertelefon zu finden. Und ja, er hat ein wenig beschrieben, dass der Slenderman, also das, was er da in der Entfernung gesehen hat, ziemlich strange aussah. Ein wenig deformiert. I forgot to do something here. I shouldn't leave just yet. Ich habe etwas hier vergessen. Ich sollte noch nicht gehen. Okay. Was habe ich denn vergessen? Aber schön, dass er es mir sagt. In anderen Spielen wäre das nicht so gewesen. Gehen wir nochmal zurück. Was habe ich denn vergessen? Was konnten wir denn hier tun? Habe ich... Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Können wir hier noch irgendwas machen? Okay, found the mansion key. Scheiße. Oh, wie gemein. Scheiße. Oh, wir können rennen, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, ganz schnell weg hier, ey. Oh, jetzt können wir nicht mehr rennen. Oh, fuck. Komm schon, lauf, du dumme Sau, lauf! Geht schließlich um deinen Arsch. Nein, falsche Tür. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da lang. Da lang, ja genau. Boah, schnell raus hier, ey. Ah, Slenderman, du Arschloch. Ah, Alter. Mir ist gerade mein Herz sonst wohin gerutscht, ey. Ich fühle mich, als würde ich krank werden. Also gut, wir können sprinten. Das ist gut zu wissen. Okay, also wir müssen zum Mansion. Zu einem Haus. Richardson Sawmill! Oh nein, ich bin vom Weg abgegangen. Kacke. Warte, da ist ein Schild, da ist ein Schild. Fuck. Fuck. Das ist unser Haus, da kommen wir nicht mehr rein. Nein. Okay, wir versuchen es mal da lang. Er ist direkt hinter uns. Ja, ich versuche jetzt einfach mal zu dieser Mansion, zu diesem Haus zu kommen. Ich hoffe, wir schaffen... Oh nein, der Weg hört auf. Oder? Nein. Ein See, der texturmäßig ziemlich am Rumbacken ist. Da können wir nicht rein. Okay, ich schleiche mich hier schon wieder ziemlich nah am Levelausgang. An der Levelbegrenzung rum. Hier ist der Weg. Gut. Da können wir auch nicht rein. Anscheinend. Ich wollte jetzt nicht in die Falle laufen. Oh, fuck. Oh, ich habe mich voll verlaufen gerade. Glaube ich. Und ich glaube, ich laufe gerade in eine Falle. Wenn jetzt hier gleich der Zaun sich rüberzieht. Scheiße. Dann kommt jetzt hier garantiert gleich eine Mauer. Scheiße. Oh Mann, fuck. Wo ist denn dieses Scheißhaus? Das kann doch wohl nicht sein. Wir müssen wieder auf den Scheißweg. Wir sind auf dem Weg, okay. Da ist ein Schild. Was sagt das? Menschen. Sehr gut.
Puh, vielleicht kommen wir ja doch noch raus. Ach, hä? Was? Ah, okay. Menschen. Matthew Menschen. Okay, wir gehen mal einfach hier lang. Boah, was? Was? Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Blödes Ding. Geh rein. Oh, mein Herz. Fortschritt gespeichert. Sehr gut. Oh Gott, ey. Wenn ihr das jetzt gerade sehen könntet. Ich habe überall Gänsehaut. Das ist überhaupt nicht schön. Ach du Scheiße, bist du hässlich. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht auch noch hier rein. This place is a dead end. There is no one here and there's no working phone. God damn it, I practically trapped in this forest. I tried to get over the fence on the way to the mansion, but that creature immediately appeared on the other side, waiting for me. It's everywhere and it will not let me escape. I constantly look back to see if it's there. Oh ja, das kenne ich. It also seems that the more I look at it, the more painful my headache becomes. What the hell is happening to me? For fuck's sake, I can't hide anymore. I will kill this thing. I'm going to the sawmill. There's gonna be some kind of weapon, or the chainsaw at least. I will kill that abomination, even if it's the last thing I ever do. Okay, that's what... I wonder what happened to the Cody guy. Did he survive the whole thing? Okay, Tür zum Basement ist locked, zum Keller. Okay, also er hat herausgefunden, dass das hier eine Sackgasse ist und er hat versucht, auf dem Weg hierher über den Zaun zu kommen. Nur, dass das Slenderman halt sofort auf der anderen Seite... B-Ö-C. Okay. Sofort auf der anderen Seite des Zauns erschienen ist. Oh. Okay. Hier kann ich bleiben. Oh Mann, schon vorbei. Ja, er hat versucht zu entkommen über den Zaun. Das Slenderman ist sofort auf der anderen Seite des Zauns aufgetaucht und hat ihn nicht gehen lassen. Aha, hier ist also niemand. So viel dazu. Ja, und es wird schlimmer und schlimmer, je mehr er ihn anguckt und er versucht jetzt aktuell gerade zur Sägemühle zu kommen, um sich eine Waffe zu besorgen, um dieses Ding zu töten. Da war jetzt ein Wort dabei gestanden, das ich nicht ganz verstanden habe. Alter, wer hängt sich denn solche Bilder ins Haus? Die sind ja mal sau creepy. Okay, da lag ein Schlüssel. What the hell is that sound? Was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Okay. Ich sehe aber nicht, dass wir hier irgendwas tun können. Nochmal so ein Ding. Found the minute. Aha, das sind also Uhrzeiger. Hä? Okay, das Geräusch hat aufgehört. Ich erwarte... Oh, Scheiße. Er ist hier drin. Er ist hier drin. Found the hour hand. Okay. Die Uhr hat noch ihre Zeiger. Also wir haben gerade einen Minuten- und einen Stundenzeiger gefunden. Fragt sich nur, für welche Uhr. Und ich... Die starke Vermutung, dass Herr Schlendermann... Da können wir nicht raus. Jetzt in der Eingangshalle unten auf uns wartet. Nein. Er ist nicht hier unten. Noch nicht. Hier war das Soundzeugs. Anlage-Dingens.
Aha. Okay, das war zu erwarten. Mein Kopf, was zur Hölle passiert mit mir? Greift das diese Kreatur aus dem Wald mein Mind an, ach, was heißt Mind nochmal? Also mein Verstand an. Gott. Das ist ja noch schlimmer. Eine Batterie. It gets closer? Was? Oh nein, bitte nicht, komm schon, nicht hier unten in den engen Gängen. Ein Hammer. Ich habe einen schweren Hammer gefunden. Es wird mir helfen, zu der Sägemühle zu kommen. Oh Gott. Scheiße, meine Hand zittert. Da vorne war er gestanden. Ah. Er lässt uns auch einfach nicht in Ruhe. Okay, zur Sägemühle. Ich glaube... Ich erinnere mich noch an den Weg. Oh ja, und unser Verstand wird langsam arg in Mitleidenschaft gezogen. Es krisselt mittlerweile schon durchgehend. Nicht mehr nur, wenn wir ihn angucken. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Hi! Oh Gott. Construction Zone. Fuck, ich bin wieder falsch gelaufen. Da, nein, da ist er. Da ist die Sägemühle, oder? Richardson Sawmill. Jawohl. Ach, war das laut, Alter. Können wir hier rein? Ja. Bitte, bitte, bitte. Oh, schnell. Was auch immer wir jetzt gerade gemacht. Ah, wir haben hier das Tor aufgemacht. Can't open it. Okay. Ah! Oh Gott! Verschwinde! Du Arschloch! Keiner mag dich. Geh weg! Oh. Alter! Ich versuche mal gerade einen Bogen zu laufen, um wieder zu der Sägemühle zu kommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Oh oh, er war genau neben uns. Scheiße. Bogenlaufen ist eine ganz schlechte Idee beim Slenderman, immer. Aber ich war jetzt dazu gezwungen. Eine Axt! Können wir die nehmen? Nein, können wir nicht. Scheiße. Oh nein! Du Arsch mit Ohren! Oh Gott. So, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich hänge einfach noch eine zweite Folge hinten dran. Ja, ich brauche wirklich jetzt erstmal eine Pause. Ich hoffe, es hat euch bis dato gefallen. Und ich hoffe, ihr seid dann beim zweiten Teil auch wieder mit dabei. Also Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.